Und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed. Wir sind aus den Animus wieder mal draußen. Und ja, was ist letzte Folge geschehen? Ganz einfach, wir haben Tamir, den Waffenschieber, getötet und ja. Und was soll ich sagen? Er meinte, es ist nur ein kleines Lichtchen am Weihnachtsbaum und der Stern, der leuchtet immer noch. Ja, es ist bald Weihnachten, man merkt's. Nein, die Sache ist die, er behauptet, er ist nicht der schlimme Mensch, für den wir ihn halten. Allerdings wollen wir doch erstmal ein bisschen mit dieser netten Person reden. Na, verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Ja. So viel zum Thema Stock im Arsch. Da können wir auch mit interagieren. Ah, Abstergo, E-Mail Network, Eingang Lucy. Wir haben da 3 E-Mails, alle vom 3. September, bisschen her, ne? Um 2.36 Uhr, 9.13 Uhr und 9.14 Uhr. Wir werden mal Warren Devay, Waren wie diese. Oder so ähnlich. Ihr Stift. Toll. Toll. Legen Sie ihn auf meinen Schreibtisch. Kümmern Sie sich weniger um meine Sachen und mehr darum, den Animus ans Laufen zu bringen. Danke. Zeit. 2. September, 22.46 Uhr von Lucy Stillman, die nette Dame, mit der wir gerade geredet haben, die Dame mit dem Stock im Arsch, an Warren Vidis, betreff ihr Stift. Warren, habe heute wieder ihren Access Key Stift auf den Parkplatz gefunden. Ach so. Ah, okay, verstehe. Von unten nach oben muss man lesen. Okay. Habe wieder ihren Access-Key-Stift auf den Parkplatz gefunden. Sie müssen den wirklich in der Hosentasche aufbewahren. Nicht außen an der Kleidung tragen. Kümmern Sie sich besser um Ihre Sachen, Warren. Stellen Sie sich vor, die Sicherheitsleute hätten ihn gefunden. Dann hätten die mindestens einen Tag gebraucht, um alle Zugangscodes neu zu programmieren. Lucy. Und dann kommt hier oben die Nachricht, ne? So, dann haben wir hier vom um 9.13 Uhr vom 3. September Verwaltung, vertrauliche Informationen. Okay, das ist nur eine Nachricht. Allgemeine Erinnerung an Moment. Allgemeine Erinnerung: Alle Angestellten von Abstergo Industries dürfen nicht über die Firmenpolitik, Geschäfte und Projekte sprechen. Im Zusammenhang mit dem laufenden Gerichtsverfahren möchten wir Sie alle an Paragraph 2.15 Ihrer Arbeitsverträge erinnern.
Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass Abstergo durch die Investition von Zeit, Arbeit und Geldmitteln vertrauliche Informationen entwickelt hat und dass diese vertraulichen Informationen Abstergo mit einem unerheblichen Wettbewerbsvorteil ausstatten. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass eine Verletzung dieser Vereinbarung ihrerseits Abstergo irreparable Schäden zufügen würde, dessen Ausmaß nur schwer zu beziffern wäre. Ein monetärer Ersatz dieses Schadens wäre aber ohnehin nicht ausreichend. Dementsprechend erklären Sie sich einverstanden, dass Abstergo für den Fall einer Vertragsverletzung ihrerseits das Recht erhält, einen Straf- und Unterlassungsbefehl sowie andere Rechtsmittel, die ein Gericht für angemessen erachtet, zu erwirken. Zusätzlich zu anderen Maßnahmen zur Bestrafung und Wiedergutmachung, die gegebenenfalls Anwendung finden. Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den zuständigen Personalchef. Wir danken Ihnen voraus für Ihre Loyalität. Okay, das so viel dazu. Und nochmal, Verin, wie diese mit Leda. Also oben ist ja erst das andere, ne? 3. September. Achso, ja, doch. Sie sagten eben was von Enten wie Leila. Achso. Sie sagten eben was von Enten wie Leila. Was meinten Sie damit, Lucy? Nichts. Zurück an die Arbeit, bitte. Es gibt eine Deadline. PS, warum unterzeichnen Sie Ihre E-Mails? Oben steht doch, von wem sie ist. Ah, ich verstehe. Lucy ist ja sie, die da eben mit die Dame mit dem Stock in dem Hintern. Und ich schätze, dieser Warren wie diese ist der Doc. Also der nette Herr von eben, der da durch die Tür da hinten abgehauen ist. So. Ich glaube, aus sie kriegen wir erstmal nichts weiter raus. Mal schauen, was wir hier so finden. Nee, auch nichts. Okay. Kriegen wir vielleicht doch noch was aus hier raus? Hey, ich habe eine Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine der Gegenwart. Jetzt. Heute. Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das wollte ich sagen. Der Animus übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Wen? Gut, dann vergessen Sie es. Da muss ich auch mal nachfragen. Walter von der Vogelweide kenne ich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Können Sie mir mehr über Abstergo sagen? Was geht hier vor? Abgesehen von dieser ganzen Entführungsgeschichte. Abstergo ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Bekannt für seine Antidepressiva. Auf dem PC dort drüben finden Sie mehr. Aber Sie sagten bereits, dass es nicht um Medizin geht. Was ist es also? Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Dann kann ich davon ausgehen, dass der Animus nicht in Ihrem Firmenprofil erwähnt wird? Ach, Sie kennen die Werbung nicht? Mein Gott, die Gute hat Humor. Entschuldigung, Desmond, ich habe viel zu tun. Wie gesagt, wenn Sie mehr über die Firma erfahren möchten, gehen Sie an den PC. Der Telekommunikationssektor ist besonders interessant. Nett. Leider haben wir anscheinend irgendwie keinen Zugriff auf den da. Oder meint die eigentlich den PC bezüglich, den wir da hatten?
abgeschlossen. Okay. Dann gehen wir mal eine Runde pennen. Diese Symbole schon wieder. Der nächste Morgen. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Oh ja, die Zeit drängt wirklich. Wenn man bedenkt, dass bei mir jetzt gerade in der Aufnahme 1:25 ist. Ja. Okay. Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. Also, in der einen Seite hat er doch recht. Die Welt ist ein Drecksloch. Bin ich ganz ehrlich. Viel zu kapitalistisch und so. Auf der anderen Seite... Legen Sie sich zurück. Wir erledigen den Rest. Jojo. Auf der anderen Seite hört sich sein Plan leicht diktatorisch voran. So. Also, ob das so eine gute Idee ist. Jetzt wird's wieder ein bisschen brummig. Ich hoffe, das stört euch nicht. So, wie ihr seht, haben wir hier schön alles erledigt. Deswegen kommen wir jetzt zu Gedächtnisabschnitt Nummer 3. Zeit, das Programm zu starten. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Jojo. Und ihr habt euch bewährt, alter ihr. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Altair, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Nun geht. Entweder nach Akkon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. So, da haben wir mal wieder ein bisschen was wiederbekommen. Schönes, erstmal DNA-Synchronisation. Dann haben wir das Kurzschwert wiederbekommen. Die Fähigkeit Konto-Kill zu machen. Und die können wir auch im Hof trainieren. Allerdings muss ich einmal kurz cutten, also bis gleich. Oder
bin ich auch schon wieder. Ich musste nur mal kurz schauen, ob er jetzt in der Aufnahme etwas aufgenommen hatte bezüglich meiner Stimme, weil ich habe gesehen, dass ich irgendwie auf den Knopf gekommen bin, der mein Headset mutet. Hat er aber aufgenommen, das ist das Gute. Ich komme hier durch. Ist ja mal geil. Das habe ich letztes Mal gar nicht gemerkt. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Mensch, da ist noch ein Dings. Hab. Da ist noch ein Fleckchen. Gut, dort schon die kleine Flagge. Von den Assassinenflaggen. Finde ich ja mal witzig. Ist mir wirklich nicht aufgefallen, dass hier diese, dass ich diesen Garten betreten konnte. Hier ist noch eine Flagge von den Assassinen. Das ist ja mal nett. Also das letzte Mal, wo ich jetzt wirklich das Spiel so Singleplayer auch gespielt habe und so, da ist mir das gar nicht aufgefallen, dass ich hier raus kann. Bin ich ganz ehrlich. Und auch weil davor, wo ich halt von Al-Mualim weg bin aus dem, Gebäude raus und in den Hof und so, ist mir das gar nicht aufgefallen. Naja. Ich dachte, das wäre einfach Fenster. Aber naja, dann wollen wir mal Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Aber natürlich. Und jetzt kommt einer meiner Lieblingstricks mit einem Schwert. Nämlich den Konter. Prächtig. Den Konterangriff, den benutze ich eigentlich immer gerne. Weil man, zum einen kontert er immer anders. Und zum anderen. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Genau. Zum einen kontert er immer anders. Und zum anderen ist das halt ziemlich hilfreich. Ihr habt ja in den letzten Folgen ihr gesehen. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. In den letzten Folgen gesehen, wie viel ich auf die Fresse gekriegt habe. Und diese wilden Hiebe öffnen dem Gegner Tür und Tor. Und das euch liegt halt daran, dass ich kein Konter konnte. Also keine Konterattacke. In dem Sinne. Und jetzt kann ich sie ja wieder. Dadurch, dass ich wieder aufgestiegen bin mit meinem Level, also mit meinem Rang der Assassinen. So, wir haben ja halt von Al-Mualim die Auftrag bekommen, entweder nach Jerusalem oder nach Akkon zu jemandem schaden, das weiß ich genau. Uns zu begeben. Und warum ist er in solcher Eile? Und ich werde erstmal nach Akkon. Wovor flieht dieser Narr denn? Da ich eigentlich immer nach Akkon bin. Warum macht so er ein das? Komischer Kauz. Was mag er haben? Zack. Ui. Entschuldigung. Der verdammte Narr hat doch den Verstand verloren. Ja, sorry. Nach Akkon, weil ich eigentlich immer nach Akkon gereist bin zuerst, wenn ich das Spiel hier gespielt habe. Ja, einmal musste ich zum Beispiel neu anfangen, weil sich ein Aussichtspunkt verbuggt hatte und dauernd abgestürzt ist, wenn ich den synchronisieren wollte.
Und das andere Mal war, weil ich halt ja bei meiner Mutter ausgezogen bin. Also von zu Hause ausgezogen bin. Und jetzt halt wegen dem Let's Play dachte ich mir so, ja, mache ich auch wieder mal Akku. Oh, ja, stimmt. Er wird noch jemanden umbringen. Ja! Ja, wäre mal so eine Idee, ne? So jemanden beim Vorbeireiten, ja, so Kopf abschlagen, so. Ah. Und hep. Kamera, please. So. Wenn sie entdeckt wurden, schlagen sie Haken oder klettern sie über Gebäude, um den Sichtkontakt. Wurfmesser. So viel ich weiß, kann ich die jetzt auch benutzen. So. Jetzt die Frage. Hier ist Akon. Da ist ein Aussichtspunkt, den will ich noch mitnehmen. Deswegen muss ich dann. Oh, sorry. Ist er auf der Flucht? Ja, bin ich. Vor mir selber. Dementsprechend interessiert mich jetzt auch nicht. Die Soldaten interessieren mich jetzt in dem Sinne auch nicht. Die haben noch nicht mal irgendwie, wollten noch nicht mal was von mir in dem Sinne. Ja, ich weiß, Checkpoint erreicht. Wir wollen aber auch eigentlich nur kurz hier durchreiten. Ganz täuscht, muss ich nämlich jetzt gleich rechts. Ja, ja. Und zwar hier irgendwo hoch. Gleich wieder. Genau hier rechts hoch. Komm. Ja. Na? Genau. Hier hoch. Ja! Genau, da hoch. Um den nächsten Aussichtspunkt uns mal anzuschauen, sage ich jetzt mal. Da oben, ja, erstmal. Voilà. So eine Flagge. Nein. Zack, 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 zack. 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 Und ab ins Gebüsch. Hab. Na. Oh, oh. Fährt bitte. Ja. So. Nicht angreifen. Ja, stimmt.
hier auf dem Dings können. Kann ich ja nur. Ich weiß zufällig, dass der da steht. Und den will ich killen, weil das ist wieder ein Assassin, da sage ich schon, wieder ein Templer. Der. Fuck! Eliminiert gehört. Ah! Ich wollte kurz sagen, na. Schön so Captain Morgan Style oder so. So mit einem Bein auf dem mit einem Bein auf so einer Truhe und oder auf einem Fass und dann so Kapitänstil, genau so. Vorsicht. So. Da haben wir die 10. König Richard Flagge und synchronisieren. Da haben wir jetzt den 5. von 12 Aussichtspunkten. Und ganz ehrlich, das war's auch erstmal schon wieder von für heute von Assassin's Creed. Ich mache heute mal ein paar Minuten früher Schluss, weil ich habe eben schon ordentlich ein paar Folgen Forsaken World aufgenommen im Voraus. Es ist 1.43 Uhr bei mir momentan in der Aufnahme und ich werde langsam müde. Also hoffe ich, ihr verzeiht mir in dem Sinne. Das war's auf gut Deutsch gesagt für heute mit Assassin's Creed und mir, eurem Liverskisan, denn ich werde mich gleich auf gut Deutsch auf mein Bettchen verziehen und machen. Tschüss, ciao.